Hier haben wir eine 4x6er Latte und eine 4x8er. Halt mal genau hin, dass der René das sieht. Ist auch, ich sag mal, maßgebend jetzt mit dabei, dass eigentlich mehr 4 auf 8 genommen wird. Und warum üben? Im Endeffekt, überall da, wo natürlich jetzt so eine Latte mit einer anderen Latte sich trifft, brauche ich natürlich eine entsprechende Auflagefläche. Und das kann sehr wohl passieren, dass das natürlich inzwischen auch nicht mehr ausreicht. Weil wenn ich jetzt versuche, hier eine Schraube irgendwie reinzutun, ist natürlich die Gefahr groß, dass diese Latte hier reißt. Umso wichtiger ist es natürlich, hier maximale Auflagefläche zu haben. Das bedeutet, wenn ich schon mal dicke aufliege, kann ich hier wirklich deutlich mehr an den... Hast du mehr Fleisch? Genau. Und ich habe dann auch wirklich die Vorgaben mit der Schraubenrandabständen vom Holz, mit der Schraube in Bezug, viel, viel besser hinzukriegen. Also in der Regel, überall da, wo Latten sich stoßen, müsste eigentlich eine 8 cm Latte hin. Aber wann weiß ich, an welchem Dach ich wirklich immer den gleichen Stoß habe? Das habe ich nicht immer. Und jedes Mal die 8 cm Latte macht dann doch nicht jeder. Aber bei so einer Aufsparendämmung kann man sich das doch sehr wohl antun. Ja, das ist... Da gibt es so einen Spruch, der heißt, die verzeiht ein wenig mehr wie so eine 4x6er.